öfter blühende Kletterrosen wie hier die Noack-Sorte Sommergold werden bei uns im Kreis Lehrgarten zweimal im Jahr geschnitten. Beim Winterschnitt Ende Februar, Anfang März werden die Seitentriebe, die im letzten Jahr geblüht haben, zurückgeschnitten. Dabei werden dünnere Triebe stärker geschnitten und stärkere Triebe auf 3 bis 4 Augen zurückgeschnitten. Abgestorbenes oder zurückgefrorenes Holz wird bis ins Gesunde zurückgeschnitten. Haupttriebe, so wie dieser starke Trieb hier, werden alle 3 bis 4 Jahre durch einen jüngeren Trieb ersetzt. Haupttriebe werden in unterschiedlichen Höhen angeschnitten, um zu verhindern, dass die Rose im unteren Bereich verkahlt. Nachdem die Rose dann fertig geschnitten ist, düngen wir hier bei uns im Kreis Lehrgarten alle Rosen einmal mit einem organischen Volldünger.